schon wieder? Du Bengel. Ja. Irgendwann kriege ich dich noch. Antigone! Antigone! Punkt 12 wird gegessen. Und geh nicht auf die Straße. Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Treten Sie doch bitte näher. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn ich... Sie wissen, was ich meine. Aber ja, da haben Sie vollkommen recht. Ernst, angenehm. Da hätte man mit E. Aber nehmen Sie doch erst mal bitte Platz. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt schon zu uns kommen. Wissen Sie, die Leute leben so in den Tag hinein. Und wenn es soweit ist, ja, dann ist es ja auch schon zu spät. Hätte man ja mit E. Mit E. Ihr Vorname? Egon. Emil Gustav Otto Nordpol. Aber Frau Ernst, ich bin hier hingekommen, um mich von Ihnen ganz unverbindlich beraten zu lassen. Selbstverständlich, dafür sind wir ja da. Haben Sie denn schon eine konkrete Vorstellung, Herr Hettemann? Konkrete Vorstellung nicht. Ich meine, ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, aber es ist doch alles eine Sache des Preises, oder? Herr Hettemann. Wir begrüßen es sehr, wenn wir offen drüber sprechen können. Geld ist ja kein Tabuthema mehr. Apropos, möchten Sie einen Kaffee? Gerne. Bleiben Sie ruhig sitzen. Geh draußen spielen. Es ist eine Unordnung hier. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Personal. Bei den Preisen heutzutage, umsonst ist nicht mal der Tod. Er kostet zumindest das Leben. Ja, ja. Naja, umsonst ist nicht mal das Leben. Es ist alles nicht mehr so wie früher. Es gab Zeiten. Antigone? Antigone? Punkt 12 wird gegessen. Und geh nicht auf die Straße. In Gottes Namen. Die Hinterbliebenen gehen bitte voran. Ganz recht, Herr Hettemann. Über Geld musste man offen reden. Nehmen Sie Zucker? Nein, danke. Wissen Sie, die Preise hängen von vielen Faktoren ab. Das wäre zum Beispiel, ob Sie eine Erd- oder Feuerbestattung. Also Entschuldigung, bitte kein Feuer. Also nein, Feuer, nein, lieber nicht. Das ist doch kein Problem, Herr Hettemann. Gerne. Haben Sie sich denn schon für einen Friedhof entschieden? Für einen Friedhof? Ach, wenn Sie mich so direkt fragen, natürlich nicht. Ich meine, nicht konkret. Ich habe da mal einen Film gesehen, der war sehr schön. Da gab es eine schöne Beerdigung und ein sehr schönes Grab. Und es war also ringsherum mit Natursteinen eingefasst und Efeu bewachsen. Und das Schöne war, das ganze Grab war unter einem Baum, so im Schatten. Also, sowas käme natürlich in Frage. Ich meine, wenn Sie mich... Aber wo das war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wissen Sie was? Wir machen Ihnen einen Kostenvoranschlag. Den können Sie mit nach Hause nehmen und sich alles überlegen. Sind Sie ledig oder verheiratet? Ich? Ledig. Ich habe zwar einen Hund, den ich sehr liebe, aber doch ledig. Ledig. Gut. Sehen Sie, wir haben hier einen Musterkatalog. Da finden Sie alles. Das sind Fotos von verschiedenen Aufbauungen. Schöne Kissen. Sterbehemden, Kerzen. Da gucken Sie sich mal diese Blumen an. Und zum Schluss gibt es die Schleifentexte. Adieu, goodbye, Ruhe sanft. Du gingst zu früh. Es muss nicht immer plötzlich und unerwartet sein. Finden Sie nicht auch? Dann haben Sie recht, Frau Ernst. Aber sagen Sie, ist das alles nicht sündhaft teuer?
Ich verstehe. Das Geld ist knapp geworden. Jeder muss heutzutage rechnen und nicht nur mit dem Schlimmsten. Herr Hettemann, wissen Sie was? Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Särge, da können Sie sich selbst von der Qualität überzeugen. Beachten Sie doch bitte das reiche Dekor. Alles im Sterbegeld der Krankenkasse inbegriffen. Die Verarbeitung ist exzellent. Sie können natürlich auch Ihren eigenen Sarg konzipieren. Wenn Sie diesen mal versuchen möchten. Das ist ein Überfall. Geld oder Leben? Und wenn ich noch einen persönlichen Gedanken anfügen darf. Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, ein Stück von liebe Ihnen Anwesenden, uns fort. Abschied immer ist ein bisschen wie Sterben. Das Leben ist ein Kommen und Gehen. Mit jedem, der von ein uns geht, geht auch ein ergeben. Stück von uns. Ein Geben und Nehmen. Entschuldigung. Ein Hin Wir sind und hier her. Und heute zusammengekommen, und um unseren guten Freund zu seiner letzten Ruhe zu geleiten. Und unser Freund hatte Sein noch viele Pläne. Sein ganzes Leben lag noch vor ihm. Sein Tod er rechnete nicht Ende, mit diesem vorzeitigen Ende. Und wir rechneten nicht damit. Keiner rechnete. Aber auch ein kurzes Leben muss mal enden. In solchen Momenten fragen wir nach Sinn. Wieso? Weshalb? Warum? Der Kreislauf des Lebens fordert seinen Tribut. Liebe Gemeinde, unser Freund ist tot. Und wenn ich noch ein persönlichen Gedanken anfügen darf, wir werden ihn es nie vergessen. Alles nicht mehr so wie früher. Bitte. Ja. Bitte. Liebe Trauergemeinde, liebe Trauergemeinde, liebe Trauergäste, Kurz und gut, nehmen Sie nur alles in allem. Und so blicken wir wieder in die Zukunft und begrüßen voll Freude und Zuversicht, wenn Sie jetzt das, bitte, was da kommen werde. In Gottes Namen, die Hinterbliebenen gehen bitte voran. Thank you.
Antigone? Ha, mein Junge, wo ist denn deine Mama? Hey, Gustav, kommst du mal her? Los, mach mal die Tür auf. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Anti, gib sofort das Ding her. Wo hast denn das schon wieder her? So, komm mal her, Kleiner. Das kommt jetzt weg. Das eklige Zeug. Und tu mir das nie mehr wieder, ja? Ich will das nie mehr wiedersehen. Ist das klar? Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht mit diesen Dingen spielen. Na, 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 Kleines. Ich will nichts mehr hören. Und zur Strafe gibt's heute keinen Nachtisch. Mein Kreislauf. Hier bitte, Sie wissen ja Bescheid. Die Raudis! Stimmt doch! Hab ich doch recht! Nicht mal am Friedhof hat man seine Ruhe! Ja, wo gibt's denn sowas hier? In Gottes Namen! Die Hinterbliebenen gehen bitte voran! Thank you.
ein Sieger nicht. Ha, mein Junge, mein Junge. Wo ist denn deine Mama? Wo ist denn deine Mama? Ey, Gustav, kommst du mal? Los, mach mal die Tür auf. Liebe Trauergemeinde, unser Freund ist nicht von uns gegangen, unser Freund ist nur vorausgegangen. Auch ein kurzes Leben muss mal enden. Und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen Abschied nehmen. Wir wollen Abschied nehmen. Zeug und tu mir das nie mehr wieder, ja? Ich will das nie mehr wiedersehen. Ist das klar? Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht mit diesen Dingen spielen. Nein, 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 Kleines. Ich will nichts mehr hören. Heim, hin, liebe. Und zur Strafe gibt's heute kein. Na, Kleber, was hast du denn? Uhu! Hier bin ich! Uhu! Uhu! Hier bin ich!
mich doch. Fang mich doch. Ich will nicht. Fang mich doch. Ach ja, bevor ich es vergesse. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen.